Ja, hallo zusammen, alle bitte aufwachen, wir sind wieder live. 19 Uhr ist es Montag, der wievielte ist heute? Der 2. Oktober, muss kurz mal wieder auf die Uhr schauen, Wahnsinn, wir haben schon wieder Oktober. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren oder heutigen Ausgabe von unserer Webinarreihe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ja, wer bei uns heute zu Gast ist, die meisten von Ihnen kennen ihn ja, Franz-Georg Wenner von Feingold Research. Ich grüße dich ganz herzlich. Herzlich willkommen erstmal, ja. Jo, vielen Dank und freut mich, dass ich heute wieder mit dabei bin. Und da wollen wir mal schauen, was wir in den nächsten 60 Minuten alles so erleben werden an spannenden Charts und Ideen, vor allen Dingen bis zum Jahresende. Da habe ich wieder eine ganze Menge reingepackt, aber ich bin diesmal zuversichtlich, dass 60 Minuten reichen werden. Ich wollte schon gerade sagen, ich bin gespannt, ob du diese Stunde füllen kannst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du das schaffst und es wird auch wird wieder einige Teilnehmer geben, die bei dir heute oder bei uns heute einschalten. Das Ton und Bild funktioniert. Die Frage bin ich oder habe ich übersprungen eben, weil ich davon ausgegangen bin, dass alles funktioniert. Ganz herzlichen Dank für das Feedback. Ich brauche gar nicht mehr meinen Standardsatz hier reinbringen. Ja, mein Name ist Markus Landau und ich bin hier bei der DZ Bank im Derivate Sales Team, Derivate Experte und übernehme die Moderation. Und bevor wir einsteigen, könnte ich eigentlich schon mal ganz kurz meine Startfolie auf den Schirm bringen. Eine Sekunde. Dann habt ihr schon mal unsere beiden Gesichter und dann wisst ihr auch, dass ihr euch nicht im Webinar verirrt habt. Was heute ansteht, seht ihr hier auf der Folie. Unsere beiden Gesichter, aber auch das Thema heute wieder mit Franz-Georg Wenner, The Big Picture, technische Marktanalyse und ja, strategische Einschätzung der Finanzmärkte. Ja, wie sind wir in den Montag gestartet, des neuen Monats? Ja, der September ist ja auf jeden Fall sehr durchwachsen gewesen. Heute Morgen hat man auf jeden Fall gesehen, dass es wieder neue frische Geldströme gibt, die im Oktober reinfließen. Markt hat natürlich heute tagsüber, besonders der DAX, wieder ein bisschen gedreht. Auch nachdem wir natürlich am Wochenende mit Argusaugen nach Amerika geschaut haben oder die Informationen bekommen haben, dass ja der US-Kongress im letzten Moment ja den drohenden Stillstand, den Shutdown verhindern konnte, ist allerdings nur aufgeschoben und ja, ich habe so das Gefühl, dass das alle 3 Monate in der Tat wiederkehrt und ja, dass das einfach gar keiner mehr ernst nimmt. Ich bin gespannt, ob das irgendwann mal so einen richtigen Hammer gibt und dann wirklich zu einer Unterbrechung kommt, was natürlich sehr, sehr, sehr schädlich ist für den ganzen Staatsapparat in Amerika. Aber erstmal abgewendet, eigentlich ein gutes Signal. Erst einmal für die Märkte und ja, auch heute kam auch wieder eine Bestätigung und auch nochmal Einschätzung beispielsweise von Nvidia mit über 600 US-Dollar auch wieder. Ja, also da ist noch ordentlich Luft nach oben eingepreist von den Analysten, aber da kann man natürlich auch sagen, was man will. Analysten sind ja eigentlich auch immer wieder so ein bisschen zeitlich nach hinten verlagert, positiv wie negativ. Also da kann man sich natürlich den ein oder anderen Anregung holen, aber sie sind nicht wirklich die wendigsten Parameter am Markt. Was euch heute erwartet, zeige ich euch auf der nächsten Folie. Standardmäßig mit Franz Georg erstmal allgemein Marktausblick. Das letzte Mal, als er bei uns zu Gast war, war am 11. September, im letzten Monat, also noch gar nicht so lang her. Und die Überschrift des heutigen Webinars seht ihr unter Punkt 2, DAX, Nasdaq, fällt die Jahresendrally 2023 aus. Ja, da haben wir schon mal so ein großes Feld gespannt, worum es heute geht. Auf jeden Fall erstmal viele Makrodaten, viele Einschätzungen, Saisonalitäten, auch wieder Trading-Ideen, Rückblicke, wie gesagt, und gerne eure Fragen auch wieder in die Fragebox geben. Bin gespannt, ob es die Jahresendrallye aus deiner Sicht gibt, Franz-Georg. Und ja, bevor ich gleich übergebe, ich habe ein paar sprachliche Probleme heute, lese ich euch noch die rechtlichen Hinweise vor. Ja, also das Webinar ist als Werbung zu verstehen, richtet sich an Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland und ja, ist für kundige Selbstentscheider mit Erfahrung, Hebelprodukten, Anlagezertifikaten gedacht. Ist aber nur ein Demonstrationsinstrument. Das bedeutet, soll keinerlei Empfehlung darstellen und auch keine Beratung ersetzen. Und
wenn wir Hebelprodukte vorstellen oder unsere Referenten die vorstellen, dann müsst ihr auch wissen, dass es Risiken gibt, die damit verbunden sind. Die seht ihr hier unten eingeblendet. Könnt ihr aber gerne auch nochmal nachschauen, wenn ihr mögt, wenn im Nachgang das Webinar hochgeladen wird. Ich möchte euch da nicht mit langweilen weiterhin. Noch eine Folie, bevor es dann auch losgeht, mit reingebracht, und zwar eine neue Folge unserer Podcast-Serie ist vor kurzem erschienen. Könnt ihr in gängigen Streaming-Portalen herunterladen oder euch anhören. Eins davon ist Spotify, zeige ich euch gleich den QR-Code, den könnt ihr abfotografieren, kommt direkt dorthin. Worum geht es in dieser Folge? Ja, Kryptowährung, ihr seht es hier oben orange hinterlegt, eine normale Anlageklasse, Fragezeichen. Und da wird sich die Frage vorgenommen, ob sowas ins Depot gehört, als Depotbeimischung, als Assetklasse. Und auch noch gewisse Einschätzungen zu den Größen oder den großen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether. Ja, und welche Währungen im Prinzip aktuell sehr spannend, interessant sind. Also könnt ihr euch gerne anhören. Ich zeige euch nochmal ganz kurz hier den Code, könnt ihr abfotografieren. Ansonsten sind wir soweit für den Anfang durch. Knapp 7 Minuten haben wir gebraucht. Und jetzt würde ich das Wort an dich, Franz Georg, übernehmen. Und bin gespannt auf deine Präsentation und die vielen Fragen, die wahrscheinlich reinkommen werden und schon reinkommen. Viel Spaß euch allen und bis gleich und bis später dann. Ne? Wir können jetzt die Kamera ausschalten, hast du schon gemacht. Alles klar, super. Jo, okay. Dann würde ich mal sagen, starten wir durch. Verlieren keine Zeit. Ihr kennt die Agenda, die wir ja sonst auch immer vor uns haben. Und daran halte ich natürlich fest. Die spannende Frage natürlich jetzt, wie sieht es eigentlich aus mit der Jahresendrallye? Und ihr wisst ja, typisch Jahresendrallye, wenn man so nach Lehrbuch geht, geht es meistens erst im Dezember angeblich los. In den vergangenen Jahren meistens aber schon wesentlich früher. Also Oktober war ja so ein Bärenkiller-Monat, den man zumindest mal so getauft hat. Da hat dann der Markt ein kleines Tief ausgebildet oder ein finales Tief im Jahresverlauf und ausgehend davon dann schon mal kräftig zugelegt. Und der Dezember war dann gar nicht mal vielleicht so gut gewesen. Wie sieht es jetzt 2023 aus? Es sind wieder viele Ängste reingekommen in den Markt. Sorgen, Put-Call-Ratios sind angesprungen. Das zeige ich euch alles gleich. Bedeutet das jetzt, dass wir vielleicht 2023 keine Jahresendrallye sehen? Und was gilt es sonst noch zu beachten? Natürlich hier aus Sicht der Bewertung und dem Sentiment, also wirklich wieder das Big Picture, so wie das Webinar eben auch heißt. Und damit gehen wir einfach mal rein. Konjunktur und Inflation, das hier muss ich nicht mehr vorstellen. Ihr kennt es schon, den Economic Surprise Index. Wie eigentlich in den vergangenen Webinar auch erwartet, befinden wir uns hier wieder an einem oberen Wendepunkt. Ich markiere das hier nochmal ganz grob. Das bedeutet, dass die letzten Konjunkturdaten, die veröffentlicht worden sind, in den USA mehrheitlich negativ überrascht haben. Wenn man jetzt hier die kurze Zeitperiode sieht, dann seht ihr, dass ein bisschen die Tendenz dieses blauen Linie abwärts zeigt. Das heißt, es gab also überwiegend Enttäuschungen. Und das gilt es natürlich mit zu berücksichtigen. Natürlich steht auch immer die Frage im Raum, sind jetzt eigentlich gute Nachrichten von der Konjunkturseite, gute Nachrichten für die Börse oder sind gute Nachrichten schlechte Nachrichten oder sind schlechte Nachrichten eigentlich gute Nachrichten? Wir befinden uns im Augenblick in einer sehr stark negativ korrelierten Situation zwischen diesem Economic Surprise Index und den Aktienmärkten. Bedeutet also weiterhin, gute Nachrichten sind schlecht für den Aktienmarkt, denn wenn die amerikanische Konjunktur positiv überrascht, bedeutet das letztlich, dass die amerikanische Notenbank wohl mit weiteren Zinserhöhungen oder zumindest mal einer straffen Geldpolitik weiter fortsetzen wird. Und das ist natürlich aus Sicht der Aktienmärkte dann doch ein zunehmendes Risiko, dass eben die Notenbanker überschießen und somit eben dann vielleicht die Konjunktur noch viel stärker abkühlen könnte. Stichwort hier Rezession vielleicht in 2024. Deswegen sind im Augenblick gute Nachrichten schlecht, zumindest mal für den Aktienmarkt. Kommen Enttäuschungen rein und davon gehe ich aus, denn ihr seht hier das Verhalten des Economic Surprise Index. Tendenziell sollten wir uns wieder langsam abwärts bewegen. Diese ganz normale, ich zeichne es hier ganz grob mal ein, Sinuskurvenbewegung hier beim Index. Und das sollte sich dann so eigentlich fortsetzen. Das bedeutet nichts anderes, dass jetzt eher mal mit Enttäuschungen zu rechnen ist. Und das müsste eigentlich dann positiv am Kapitalmarkt aufgenommen werden. Das mal so der ganz grobe Überblick, zumindest wo stehen wir im Augenblick, was die Konjunktur angeht. Dann viele von euch, die sich zumindest heute mit den Märkten auch beschäftigt haben, werden es mitbekommen haben. Wir haben aus den USA den ISM-Index hereinbekommen, also hier den Manufacturing PMI, der relativ kräftig auf 49,8 Punkte gestiegen ist. Damit liegt er nur noch knapp im Kontraktionsbereich.
Kontraktionsbereich bedeutet letztlich, dass er knapp unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt. Aber man sieht hier vor allen Dingen den Anstieg gegenüber dem Vormonat sehr kräftig von knapp 48 jetzt auf knapp 50, dass also auch das verarbeitende Gewerbe offenbar wieder anzieht und der Dienstleistungssektor, und der ist ja für die US-Wirtschaft sowieso viel wichtiger, 2/3 des BIP ungefähr wird dort mit erwirtschaftet, also sagen wir mal gut 60% sind so ungefähr im Dienstleistungsbereich, der ist ja sowieso sehr komfortabel hier über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten mit 54,5. Also da müssen wir uns eigentlich keine Gedanken machen. Aber ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, positive Überraschung heute beim ISM-Index bedeutet Zinserwartungen tendenziell wieder steigend. Beim Arbeitsmarkt, ja, einen leichten Anstieg hier. Der Arbeitslosenquote haben wir zuletzt gesehen, 3,5 auf 3,8%. Nicht erwähnenswert, Arbeitsmarkt nach wie vor sehr robust. Das kann man dazu eigentlich sagen. Die Fed will den Arbeitsmarkt ja eher etwas tiefer sehen. Mal schauen, wann das der Fall ist. Ich gehe davon aus, dass es schon Anfang 2024 jedoch deutliche Bremsspuren geben dürfte. Dazu dann gleich nochmal mehr. Inflationsrate, ja, ist auch wieder ein bisschen nach oben getickert. Ihr seht es hier von 3,2 auf 3,7% zuletzt. Das bedeutet, die Teuerungsrate zieht wieder an. Auch dazu der nächste Slide zeigt es eigentlich sehr schön. Ihr seht es auch schon. Es ist davon auszugehen und das erwarte ich auch, dass die Inflationsrate jetzt ausgehend vom aktuellen Niveau nochmal so in den Bereiche von rund 4% anziehen dürfte. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass wir hier jetzt diesen klassischen Basispreiseffekt in den USA nicht mehr so ausgeprägt haben wie in Europa. Also der Vorjahresvergleich sorgt hier nicht mehr für Rückenwind. Dazu kommt auch der Anstieg des Ölpreises, die Sorge wieder, dass die Preise steigen könnten. Auch dieser psychologische Effekt sorgt schon allein dafür, dass ein bisschen nochmal natürlich die Preise nach oben genommen werden. Also hier die Inflationsrate bitte nicht überraschen, aber die dürfte nochmal die Reise Richtung 4%, 4,4% vielleicht so im Dezember antreten und danach dann sich aber doch eher mal nach unten orientieren in Richtung des Zielbandes der amerikanischen Notenbank, was ja bekanntermaßen hier bei 2% liegt. Also das ist zumindest mal bis Sommer 2024 zu erwarten. Aber davor haben wir hier einen kleinen Gipfel. Das sollte man auf jeden Fall mal mit einkalkulieren. Ansonsten kann man sagen, ich hatte hier noch die Folie extra vorbereitet, Government Shutdown, Markus hat es gerade eben schon gesagt, das wurde in Washington zumindest mal in letzter Minute noch abgewendet, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, denn der Übergangshaushalt, der ist ja nur für 45 Tage gültig, bedeutet am 17. November haben wir das Thema wieder auf der Agenda, deshalb hier schon mal der Slide für euch, die Auswertung, was bedeutet eigentlich so ein Government Shutdown, wie hat dann der Markt darauf reagiert? Wenn es hier während dieses Shutdowns, wie entwickelte sich da der Aktienmarkt? Ihr seht es zumindest mal in den vergangenen 4 Fällen, haben wir hier grüne Vorzeichen gehabt. In der überwiegenden Anzahl ging es sogar leicht nach oben. Der Markt ist eigentlich gerade so in der jüngeren Vergangenheit relativ gut mit einem Government Shutdown zurechtgekommen. Selbst hier der von 2018 bis 2019 über 35 Tage, da ging es mit dem S&P um 10% nach oben. Wobei ich finde, solche Auswertungen sind auch immer mit größter Vorsicht zu beachten, denn natürlich war auch in dieser Zeitspanne nicht nur der Government Shutdown Thema gewesen, sondern zum Beispiel eben auch andere Themen wie Bewertung, wie Markttechnik, wie künftige Margenentwicklung und so weiter, geopolitische Risiken. Welcher Anteil jetzt hier auf den Government Shutdown entfällt, ist ein großes Fragezeichen. Ihr wisst ja, Börse hat sehr viel mit Psychologie zu tun. Dennoch hier grundsätzlich ein Shutdown ist nicht unbedingt negativ für die Aktienmärkte gewesen. Die schneiden sogar unabhängig von der Dauer der Stilllegung relativ gut ab. Nur muss man ein bisschen aufpassen bei Aktien von Unternehmen, deren Einnahmen von der Regierung abhängig sind. Die leiden häufig, wenn dann der Shutdown beendet ist, springen die auch entsprechend viel stärker wieder an. Und der Dollar ist während des Shutdowns auch in der Regel eher schwächer unterwegs. Gold fungiert dann meistens als sicherer Hafen. Das einfach mal schon mal vorab für den 17. November, denn dann geht es ja wieder los mit den nächsten Verhandlungen in Washington. Bin mal gespannt, wie lange das noch anhalten wird und insbesondere auch, wie lange wir uns in Europa natürlich mit schwachen Konjunkturdaten auseinandersetzen müssen. Hier mal die grobe Orientierung, wo wir uns zumindest mal in Deutschland befinden. Ja, wir leiden natürlich nach wie vor unter Konsum und der Baukonjunktur, die sehr schwach unterwegs ist. Die realen Haushaltseinkommen sinken, das schlägt natürlich auch durch. Die Finanzierungskosten sind gestiegen, die Industriekonjunktur leidet zunehmend. Ihr seht hier noch der Dienstleistungsbereich in Deutschland, naja, schon deutlich runtergekommen, also auch nicht vergleichbar mit der Situation in den USA. Wir sehen hier ganz klar in Deutschland nach wie vor rezessives Bild, insbesondere für die Wintermonate und
Wer sich noch erinnert, in den 90er Jahren ist Deutschland ja auch schon mal der kranke Mann Europas gewesen. Hier auf dem Weg in die Rezession, wenn man zumindest mal hier die IFO-Uhr bemüht, das ist ja das rechte Schaubild. Und jetzt kommt natürlich immer mal wieder auch die Frage auf, na, wie kann das eigentlich sein, dass der DAX so im Bereich seiner Rekordzone notiert, also ungefähr natürlich, hat ein bisschen Abschlag, aber er ist ja noch relativ nah an seiner Bestmarke. Und dennoch hier die Konjunktur in Deutschland doch so ein verheerendes Bild zeichnet. Das kann doch eigentlich nicht zusammenpassen. Nun, die Antwort ist relativ einfach. Inzwischen sind die DAX-Konzerne und vor allen Dingen eben die Blue-Chips in Deutschland doch sehr international aufgestellt. Die hausgemachten Probleme in Deutschland spielen eigentlich für die DAX-Konzerne nur noch eine untergeordnete Rolle. Nur mal so als grobe Orientierung, der Auslandsanteil am Umsatz der 40 DAX-Mitglieder liegt bei rund 80%. Das waren vor 30 Jahren noch rund 50% gewesen. Und selbst da gibt es noch Unternehmen, die einen viel höheren Anteil im Ausland erzielen. Also Adidas, Heidelberg Materials zum Beispiel. Da haben wir 90% des Umsatzes, die im Ausland generiert werden. Das ist also nochmal deutlich mehr. Und das zeigt eben auch, entscheidend ist, insbesondere für die DAX-Unternehmen, die Entwicklung der Weltkonjunktur. Und solange da es an den Absatzmärkten noch relativ gut aussieht, also Asien, Amerika, Europa zum Beispiel, so lange können auch die Gewinnerwartungen für die DAX-Unternehmen eigentlich festgehalten werden daran. Und dann spielt die konjunkturelle Abkühlung in Deutschland eigentlich eine etwas geringere Rolle. Das nur mal so zur groben Einordnung. Warum denn steht der DAX eigentlich so hoch? Und in Deutschland kommen wir eigentlich, ja, sehenden Auges in eine Rezession schon rein. Damit können wir schon mal das erste Themenfeld, denke ich, abhaken. Gehen wir mal rein in die Geldpolitik, denn die ist natürlich auch wichtig gewesen. Ihr habt es mitbekommen, Sitzungen von FED und EZB seit dem letzten Big Picture Webinar. Was hat sich verändert? Gar nicht mal so viel. Ihr seht es hier, wir haben es ein bisschen eingenistet hier im Bereich des aktuellen Leitzinsniveaus 5,25 bis 5,5%. Und nach Meinung des Terminmarktes dürfte das auch vorerst mal weiterhin der Fall sein. Das heißt also, wir sehen jetzt wohl bei der FED eine abwartende Haltung. Zumindest rechnet damit der Terminmarkt. Ob das dann tatsächlich so kommen wird, das verändert sich ja auch immer sehr stark abhängig von den Konjunkturdaten. Dennoch die erste Leitzinssenkung derzeit eingepreist hier für den 31.07.2024. Das wird sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den kommenden Monaten noch deutlich verändern. Rückblick vor 3 Wochen beim letzten Big Picture Webinar, da hatten wir noch Mitte Juni als den ersten Zinsschritt nach unten. Also wir sind jetzt so einen Monat nach hinten gegangen. Und das spiegelt ja letztlich auch die hawkischen Töne nieder, die uns Fed-Chef Jerome Powell mitgegeben hat von der letzten Sitzung. Die Zinsen bleiben länger auf einem erhöhten Niveau. Bitte, Marc, achtet darauf. Das wird nach wie vor unsere Parole sein. Wir wollen erstmal sehen, dass die Inflation tatsächlich auch runterkommt. Das bedeutet natürlich auch mit höheren Zinsen, dass es für die amerikanischen Konsumenten etwas mehr ans Ersparte dran geht. Die Verbraucherkredite werden immer teurer. Die Aufzehrung der Ersparnisse aus der Pandemiezeit, die waren ja erheblich gewesen, was da alles an Transferleistungen es gegeben hat aus Washington. Die sind auch ganz allmählich zumindest mal aufgebraucht. Dann haben wir ja noch dieses ständige Thema mit der Rückzahlung von Studentendarlehen. Auch das wird wieder ab Oktober aufgenommen. Das schränkt alles so ein bisschen den Konsum ein. Und ihr seht hier schon eine Entwicklung, die Ausfall Raten der US-Kreditkarten bei den Regionalbanken, die sind jetzt in den vergangenen Wochen noch mal kräftig nach oben gesprungen. Also hier sehen wir schon mal erstes, ich sag mal, kleines Stress im Finanzsystem, insbesondere hier im Bereich der Regionalbanken. Übrigens auch, wenn ihr euch den KBW Bankenindex anschaut, der ist auch jetzt doch deutlich unter Druck gekommen. Also alles, was so Regionalbanken angeht, da ziehen sich Investoren schon etwas deutlicher zurück. Und das muss man natürlich sagen, die Kreditkartenschulden, ihr seht jetzt zum Beispiel diese rote Linie im rechten Schaubild, die ist auf so hoch wie nie zuvor. Das wird jetzt gerne von Untergangspropheten natürlich herangezogen. Hilfe, sehr hohe Kredit- bzw. Verschuldung des amerikanischen Konsumenten. Wenn das Ganze platzt, dann fliegt uns alles um die Ohren, etwas flapsig formuliert. Ja, das ist soweit richtig. Nur man muss das natürlich auch immer sehen als Prozentsatz des verfügbaren Einkommens. Und da zeigt hier die blaue Linie, dass wir gar nicht mal auf so einem hohen Niveau tatsächlich angekommen sind. Also wenn ihr wirklich das verfügbare Einkommen in Relation setzt zu den Kreditkartenschulden, dann sieht das schon mal nicht ganz so dramatisch aus. Gleichwohl, die finanzielle Belastung bleibt natürlich und hier die Ausfallraten sind schon mal ein erstes Ausrufezeichen, wo es dann heißt, eben bitte etwas vorsichtig. In den USA spitzt es sich ein wenig zumindest zu. Ja.
Die Grafik hier, wir sind ja im Themenbereich Geldpolitik, darf natürlich nicht fehlen, habe ich glaube ich beim letzten Mal nicht gezeigt, deshalb heute wieder mit dabei. Ist es klar, wir haben nach wie vor Quantitative Tightening, das heißt also Bilanzverkürzung bei der amerikanischen Notenbank, auch bei der EZB und auch bei der Bank of Japan, wenn man jetzt alles, also nicht für Bilanzverkürzung bei der Bank of Japan, aber wenn man alle drei großen Notenbanken mit ihrer Bilanzsumme zusammenziehen würde und dann immer wieder das Delta berechnen würde, dann seht ihr hier die Tendenz dieser blauen Linie zeigt abwärts. Das heißt also, es wird Liquidität aus dem System rausgezogen. In der Vergangenheit war es halt immer so gewesen, wenn es keine neuen Liquiditätsspritzen gab, dann tendierte der Aktienmarkt auch eher mal seitwärts, volatil seitwärts, wie man hier sieht, mit dieser Quantitative Tightening Phase. Aber es war zumindest kein Ausbruch auf neue Hochs in diesem Umfeld möglich. Haben wir zumindest bisher nicht gesehen. Das ist nach wie vor ein Bremsklotz. Dazu kommen noch andere so kleine Aspekte, die häufig gar nicht so sehr beachtet werden. Stichwort hier zum Beispiel diese ganze Flut von neuen Aktien, die IPOs. Ihr habt es ja alle mitbekommen. Börsengänge hier von VinFast. Ja, sie bauen ja Elektrofahrzeuge. Dann vor allen Dingen RM, ja, dieser Chip-Design-Gigant, der viele Milliarden auch mal auf sich gezogen hat jetzt an IPO. Das heißt also, das Geld fließt jetzt. Instacart, ein Lieferdienst. Ja, das ist alles, das sind Milliardenbeträge, die für andere Assetklassen nicht mehr zur Verfügung stehen, beziehungsweise die von dort abgezogen werden, um das Geld eben dann dort rein zu investieren. Und solche Spitzen, sage ich es mal, von IPOs, also von Neuemissionen, können auch schon mal ein Hinweis dafür sein, dass zumindest mal ein Hoch in Reichweite ist. Es sorgt zumindest dafür, dass einfach Liquidität insgesamt knapper wird. Ja, und dazu kommt zum Beispiel auch noch, dass sehr viele ETFs zuletzt gelauncht wurden. Ich glaube, im Volumen sind dort auch reingeflossen, runde 55 Milliarden Dollar. Also, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, 68 ETFs sind allein im September in den USA gelauncht worden. Also das ist, glaube ich, ein Rekord. Auch da muss natürlich dann Geld rein. Die kämpfen um Kapital und auch das vermindert letztlich das verfügbare Kapital, das zur Verfügung, also das natürlich zur Verfügung steht dann für andere Assetklassen. Ja, damit haben wir die Geldpolitik eigentlich auch schon mal so, würde ich sagen, ganz gut behandelt. Wir gehen mal so ein bisschen rein in ein Themengebiet, was ich eher selten anschneide. Was heißt Themengebiet? Nein, wir müssen auf den Währungsmarkt natürlich schauen, denn da gibt es auch eine ganz interessante Entwicklung. Ich rufe hier mal den sogenannten Dollar-Index auf. Dollar-Index ist ja ein Währungskorb gegenüber sechs verschiedenen Währungen, wobei der Euro, ich glaube, so mit 55% den Löwenanteil bildet. Worum es mir hier vor allen Dingen geht, ihr seht es hier im rechten Chart, das ist der Wochenkursverlauf, eine beeindruckende Serie von 11 Wochengewinnen in Folge beim Dollar-Index. Das ist eine ganz, ganz seltene Entwicklung. Die gab es seit den 1980er Jahren bisher nur einmal, 2014, mit einer Serie von 12 Wochen. Und es könnte sein, dass der Dollarindex also diese Woche zumindest mal diesen Rekord einstellt. Damals ging es um rund 25% nach oben und auch natürlich hier dieses Signal von den Währungsmärkten, dass der Greenback so stark aufwertet, insbesondere auch gegenüber dem Euro, ist natürlich auch ein Signal. Der Währungsmarkt positioniert sich im Augenblick klar pro Dollar. Wir sehen es ja auch in den USA, die US-Wirtschaft soll im dritten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um rund 5% steigen. Das ist eine ganze Menge, wenn man das mal vergleicht. 2023 beziehungsweise 2023 sollen es dann 1,8% werden. Die EU-Kommission liegt und ist, glaube ich, froh, wenn sie 0,8% sieht für 2023. Also das sind schon Welten auf beiden Seiten des Atlantiks. Und das spiegelt sich natürlich dann auch bei den Anleihenrenditen wieder. Auch da ist natürlich, wenn ich in den USA für 10-Jährige 4,5% bekomme oder 4,7% jetzt, die Deutschen knapp unter 3%, naja, dann gehe ich in die USA und dafür brauche ich Dollar. Dafür muss ich Dollar nachfragen. Das führt dann dazu, dass der Dollar weiter aufwertet. Also eine sehr beeindruckende Entwicklung. Gleichwohl, ihr seht es hier, der Dollarindex ist ja an einer Barriere angekommen. 105 bis so ungefähr 106,5 Punkte beim Dollarindex. Das ist doch eine relativ hohe Hürde nach dieser Gewinnserie hier. Für mich eher so ein Signal, kurzfristig etwas überhitzt und der Dollarindex dürfte eher mal zurückkommen. Und deshalb hier mal ein Auge drauf haben. Das könnte auch so ein bisschen zu meiner gesamten Aussicht jetzt für das Jahresende passen. Eher mal eine bevorstehende Euro-Stärke und Erholung wieder, die dann eben auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, etwas mehr Risk-on wieder zeigt von den Devisenmärkten. Denn natürlich, klar, ein starker Dollar ist letztlich auch ein Spiegelbild für
etwas erhöhte Risikoscheu und da möchte man halt in den größten und liquidesten Währungen investiert sein. Das ist halt der Dollar oder auch der Schweizer Franken zum Beispiel. Also da ein Auge drauf haben, wie gesagt, diese Dollar-Rallye hier sehr stark gewesen, aber ich glaube tendenziell, dass die eher mal am Ende ist, weil hier einfach auch sehr viel jetzt inzwischen eingepreist ist. Klar ist, die EZB wird wohl oder sehr wahrscheinlich mal keine weitere Leitzinsanhebung mehr durchführen. Bei der amerikanischen Notenbank ist immer noch so ein kleines Fragezeichen dahinter, bin ich mir nicht so sicher. Die haben ja wirklich noch die Tür offen gehalten auf ihrer letzten Sitzung. Mal gucken, ob es auch tatsächlich dann der Fall ist. Aber das wollte ich euch mal mitgeben. Behaltet mal hier den Dollarindex im Auge. Sehr spannend im Augenblick, wo wir da angekommen sind. Für mich tendenziell etwas überkauft. Zur Korrelation zwischen Kesi und Aktien. Gibt es eine, kommen gerade ein paar Fragen rein, die gucke ich mir nochmal. Genau, Wachstum ist natürlich hier ein wichtiger Faktor, klar, aber achtet auch immer darauf, wenn in den USA Wachstumsdaten quartalsweise veröffentlicht werden, die werden immer auf das Jahr hochgerechnet. Ja, also mal 4 genommen. Tatsächlich ist dann das Wachstum geringer gewesen in dem Quartal, aber um es dann mit den europäischen Wachstumskennzahlen zu vergleichen, muss man immer berücksichtigen, dass das Ganze hochgerechnet wurde. Dann gibt es eine Korrelationsanalyse zwischen dem Economic Surprise Index und den Aktienindizes. Ja, müsstet ihr mal im Internet gucken. Correlation, CSI, S&P 500. Ich glaube, da gibt es eine Grafik zu. Und die ist, wie gesagt, im Augenblick so ausgerichtet. Schlechte Konjunkturmeldung, gut für den Aktienmarkt. Gute Konjunkturdaten, schlecht für den Aktienmarkt. Folie 15. Folie 11, wird jetzt Kapital richtig rausgezogen? Das heißt, ich kann eigentlich keine Vergleiche mit den letzten 15 Jahren ziehen. Ja, es ist tatsächlich schwierig. Also ihr müsst das ein bisschen berücksichtigen, sage ich mal. Es ist immer ein Puzzlestück, wenn ich jetzt quantitativ Tightening mit einbeziehe in meine Anlagestrategie, dann bedeutet das letztlich, dass eine scharfe Rallye nach oben hin eigentlich nicht möglich ist in so einem Umfeld. Dafür müsste meiner Meinung nach zumindest mal wieder ein neues Quantitative Easing, also Liquiditätsausweitung, zumindest mal bei der Fed stattfinden. In so einem Umfeld kann es immer wieder zu Erholungen kommen, ja, durchaus hier wieder nach oben, aber nicht so eine über Jahre andauernde Rallye-Bewegung, die getragen wird von einer Liquiditätsausweitung. Deshalb, das sollte man einfach im Hinterkopf behalten als ein Puzzlestück. Geldpolitik im Augenblick eher mal Gegenwind. Das kann man damit so zumindest mal verstehen. Gut, dann gehen wir mal kurz weiter. Bewertung Aktienmarkt. Wie sieht es da eigentlich aus? Denn die nächste Berichtssaison steht ja auch schon vor der Tür. Und hier mal die entsprechende Grafik dazu. Ich glaube, es geht ja Mitte Oktober los. Pepsi wird dann Zahlen melden. 13.10. geht es dann los mit den Banken. JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. Und dann kommen gegen Monatsende auch schon die Tech-Schwergewichte. Von der Bewertungsseite her ein bisschen interessanter geworden, der amerikanische Aktienmarkt. Ich hatte es ja zuletzt immer wieder kritisiert. KGV ist jetzt so auf 18 etwas runter. Ihr seht hier die blaue Linie ganz am rechten Rand. Wir sind ein bisschen nach unten gekommen. Hängt damit zusammen natürlich, dass für das dritte Quartal wird ein Gewinnrückgang erwartet von 0,2%. Ich glaube, das habe ich hier auf der nächsten Folie, habe ich es nicht ausgerechnet, aber wie gesagt, jetzt für das dritte Quartal ein Gewinnrückgang von 0,2%. Das wäre das vierte Quartal in Folge mit roten Vorzeichen. Aber ein bisschen vorsichtiger sind die Analysten geworden. Gleichzeitig sind ja auch die Kurse nach unten gekommen. Das heißt, die Überbewertung wurde etwas abgebaut. Wir sind derzeit bei einem KGV beim S&P 500 von rund 18 und das liegt leicht unter oder so auf den 10-Jahres-Durchschnitt hier blau gestrichelt. Also etwas moderater zumindest jetzt von der Bewertung. Keine Schnäppchen, ganz klar. In Europa und gerade beim DAX sind wir wesentlich günstiger als im langjährigen Durchschnitt. In den USA sind wir jetzt so im langfristigen Band mal wieder angekommen. Was ich viel spannender finde, ist gerade jetzt im dritten Quartal, da müssen ja die Unternehmen so ungefähr die Hosen runterlassen. Ja, sie müssen jetzt, und das ist häufig so ein Kennzeichen, deshalb ist auch das dritte oder die Berichte zum dritten Quartal immer sehr entscheidend und da schauen viele Investoren drauf, aus zwei Gründen. Erstens, die Unternehmen müssen Farbe bekennen, also Stellung beziehen, ob die ausgegebenen Jahresziele tatsächlich erreicht werden, ja oder nein. Jetzt ist so ungefähr die letzte Gelegenheit dazu, das noch zu kommunizieren. Und das ist dieser Realitätscheck, nenne ich ihn mal. Und zweitens ist es noch so, dass häufig auch schon Unternehmen eine erste Prognose für das nächste Geschäftsjahr abgeben. Das ist natürlich jetzt von diesem sehr schwierigen Umfeld natürlich eine Herausforderung, aber tendenziell geben viele schon mal eine Prognose ab.
Und das ist wiederum entscheidend hier für die Finanzmärkte, denn ihr seht es, dort sind doch relativ sportliche Erwartungen nach wie vor, wie es denn weitergeht. Also hier für das Fiskaljahr dann 2023, 2024. Da wird ein ordentlicher Satz nach oben im Augenblick noch eingepreist. Und wenn man das hier unten mal etwas runterbricht auf die anstehenden Quartale, dann ist das hier ein Gewinnwachstum, das die Analysten im Augenblick einpreisen. Zum Beispiel hier dann für das dritte Quartal von, für, Entschuldigung, für das vierte Quartal von 8%. Also da soll es jetzt richtig mal wieder dann reinrechnen bei den Unternehmen. Das soll auch so weitergehen. Im ersten, im zweiten und im dritten Quartal 2024 hier mit Gewinnwachstumsraten von 9 bis ungefähr 13%. Das ist im Augenblick eingepreist. Ich mache da immer noch ein großes Fragezeichen, denn ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass vor dem Hintergrund dieses Straffungszyklus, das wir gesehen haben und diesen ganzen kleinen zunehmenden Warnsignal, dass die Unternehmen tatsächlich solche Wachstumsraten bei den Gewinnen liefern werden. Und wenn wir hier ein Fragezeichen hinter diese Gewinnwachstumsraten machen müssen, dann ist natürlich auch das KGV, also das G für Gewinne, mit dem großen Fragezeichen gesehen. Und dann könnte es nämlich auch sein, dass die aktuelle Bewertung hier gar nicht mal so günstig ist, denn die Gewinne können nicht gehalten werden. Und dann ist der Aktienmarkt eigentlich teuer. Das ist jetzt noch kein Thema, aber achtet da bitte drauf, sehr sensibel darauf reagieren, wie reagiert der Markt auch auf die anstehende Berichtssaison und mögliche Ausblicke dann für das nächste Geschäftsquartal. Das wird sehr, sehr entscheidend sein. Das einfach mal so von der fundamentalen Seite als ein wichtiger Punkt. Dann gehen wir mal rein hier noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Verknüpfung zwischen Arbeitslosenquote und der Entwicklung des S&P 500. You are here bedeutet nichts anderes. Das ist die aktuelle Ausgangslage. Ich habe es euch ja gerade eben gesagt. 3,7, 3,8% Arbeitslosenquote im Augenblick in den USA, also unter 4%. Und auf Sicht von einem Jahr ist zumindest mal der S&P 500 dann relativ selten noch kräftig durchgestartet. Das passt so ein bisschen auch zu diesem Quantitative Tightening, was ich gerade eben schon gezeigt habe. Also man sollte nicht allzu viel erwarten auf Sicht der nächsten 12 Monate, denn häufig war so eine tiefe Arbeitslosenquote auch ein Signal gewesen, Achtung, das Umfeld insgesamt ist eher schlecht, herausfordernd, und dann haben die Aktienmärkte auch nicht so viel gezeigt, während hier nur einer hohen Arbeitslosenquote war die Konjunktur am Boden. Ja, die Kurse sind meistens im Vorfeld schon kräftig gefallen. Der Aktienmarkt war im Keller gewesen und danach ging es dann auf Sicht von 12 Monaten nach oben. Das zeigt hier diese Grafik, die nochmal eine schöne Verbindung letztlich macht zwischen Aktienmarkt und der Entwicklung oder der Rendite zumindest mal der Rendite am Aktienmarkt. So müssen wir natürlich auch nochmal kurz über die Entwicklung der Zinsen sprechen. Auch ein wichtiger Takt. Ich zeichne es mal grob ein. Ihr seht hier vor euch die 10-jährige Rendite in den USA. Da schaut im Augenblick der Markt wirklich tagtäglich drauf. Das ist so, ja, der größte Belastungsfaktor. Ich zeichne hier mal so diese Aufwärtstrendlinie ein. Da schickt sich die 10-jährige so ein bisschen an, tatsächlich diesen Aufwärtstrendkanal der vergangenen Monate nach oben hin leicht zu verlassen. Das würde nochmal auf so eine kleine Trendbeschleunigung wohl hindeuten. Kann ich mir derzeit eigentlich nicht vorstellen. In jeder Test dieser Trendkanal-Obergrenze wurde doch in der Vergangenheit zumindest mal abgekauft oder abgewiesen. Warum sind die Zinsen so entscheidend? Naja, man muss wissen, dass die Zinsbelastung der Unternehmen in den kommenden Quartalen zunehmen wird. Das heißt also, der Refinanzierungsbedarf springt nochmal deutlich an. Und wenn ich hier natürlich am Anleihemarkt solche hohen Renditen zahlen muss, dann drückt das wiederum auf die Margen und damit eben auch wieder Stichwort hier, der Gewinn wird gar nicht mal so groß ausfallen, wie eigentlich erhofft. Ja, natürlich bildet der Anleihemarkt auch dann eine immer interessantere Konkurrenz-Asset-Klasse zum Aktienmarkt. Wenn ich hier 4,7% bekomme, quasi fast risikolos, dann ist das doch sehr interessant. Hypothekenzinsen natürlich auch für den Konsum. Ja, höchster Stand in den USA seit 23 Jahren. Im Schnitt bezahlen amerikanische Haushalte inzwischen, ich glaube, 44% ihres Einkommens für die Begleichung einer Hypothek. Das ist wirklich eine Menge und das wirkt sich irgendwann auch auf den Konsum aus. Also da ein Auge drauf haben, das sieht jetzt nicht so gut aus. Hier meine wichtigste Grafik schon mal für 2024. Die zeige ich auf jeden Fall, denke ich mal, auch schon dann im letzten Webinar im Dezember. Der Zusammenhang nochmal auch zwischen der Anleihenrendite, also der Zinsstrukturkurve, die springt schon an. Es ist so, dass der Beginn einer Rezession häufig von einer sich wieder verengenden Zinsspanne begleitet wird. Und ihr seht hier, erste Anzeichen sind tatsächlich schon zu erkennen. Die rote Linie, also die Differenz zwischen den 10-Jährigen und den 2-Jährigen, nimmt schon ab.
Ja, und das, damit ist hier dieses Schaubild nach wie vor intakt. Ja, es geht langsam dann die Arbeitslosenquote hoch. Ich habe schon oft genug gezeigt, es wiederholt sich alles. Auch hier war es so gewesen 2000, 2007. Erst verengt sich der Zinsspread, dann geht die Arbeitslosenquote hoch. Dann endet irgendwann die Plateauphase. Die Notenbank reagiert mit Zinssenkung und der Aktienmarkt kippt nach unten hinweg. Das schon mal für 2024 bitte zumindest mal vormerken. Das wird auf jeden Fall sehr wichtig werden noch. Ja, über den Stress im Finanzsystem habe ich gerade eben schon mal berichtet. Hier für Spezialisten unter euch der Hochzins-Anleihen-Spread oder High-Yield-Spread hier mit der blauen Linie. Der hier springt allmählich mal an. Ja, erste Aufwärtstendenz. Hat auch eine hohe Korrelation, also Gleichlauf häufig mit dem US-Dollar. Ja, ihr seht es hier mit der orangen Linie. Also wenn der US-Dollar steigt, dann steigt meistens auch der Hochzins-Anleihen-Spread, also Differenz zwischen den normalen Renditen, US-Staatsanleihen zum Beispiel und High-Yield-Bereich. Und ja, die Refinanzierung, auch hier wieder das gleiche Problem letztlich von Krediten, verengt sich die ersten Unternehmen, denen wird die Luft zum Atmen weggenommen, müssen immer mehr Zins zahlen beziehungsweise eben auch höhere Renditen letztlich ja, bieten, damit eben Investoren überhaupt noch einsteigen. Und das ja, steht, dieses Kapital steht dann irgendwann auch nicht mehr für Investitionen zur Verfügung. Und da bitte auch auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. Wann ab Beginn einer Rezession kann man wieder mit steigenden Indizes rechnen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Wann man bei einem Beginn mit der Rezession wieder mit steigenden Indizes rechnen kann, das hängt davon ab, wie auch natürlich die Geldpolitik dann gestaffelt ist, wie stark die Rezession tatsächlich ausfällt. Aber dazu dann mehr im Jahresausblick für 2024. Im Augenblick bitte müssen wir nicht über Rezession in den USA reden. Ja, die USA haben unheimlich starke Wachstumsraten vor dem Hintergrund der straffen Geldpolitik und da geht es eher darum, dass sich die Konjunktur abkühlt. Ne? Stichwort nochmal schlechte Konjunkturdaten, gut für den Aktienmarkt. Dann gehen wir rein in den Sentiment. Ja, hier mal kurz SEBO, DTI, Optionen. Das ist ein Spezialfall, jetzt möchte ich gar nicht so tief drauf eingehen, aber für die, die es interessiert unter euch, die kurzfristigen Volatilitäten, es gibt jetzt wie gesagt auch ein VEX, also eine Volabarometer auf diese Ein-Tages-Option in den USA und das tatsächlich erreichte zuletzt mit 20 Punkten hier so ein bisschen diese Angstzone, ähnlich auch der Fear and Greed Index übrigens, der war ja auch in der Fear-Zone drin gewesen, das war häufig schon mal ganz gut gewesen für ein Tief, zumindest mal hier an den Aktienmärkten. Ich wollte es einfach mal mitbringen, so als Info, der ein oder andere hat es vielleicht nicht mitbekommen, dass es da ein Volabarometer jetzt auch auf diese Zero-Day oder Zero-DTI-Optionen gibt und das reagiert wesentlich sensibler zum Beispiel auf kurzfristige Änderungen. Ja, dann hier die ETF-Flüsse hatte ich noch mitgebracht. Wir haben tatsächlich jetzt zuletzt mal wieder in der abgelaufenen Handelswoche Zuflüsse gesehen hier in Fonds, also in ETFs zum Beispiel, nachdem es zuvor doch überwiegend mal Abflüsse gegeben hat. Also auch hier kommt erstes Kapital schon mal rein, leicht positiv, aber ich hatte es ja auch gesagt, es gab auch sehr viele neue ETFs, die an den Markt gekommen sind. Das Sentimentbild, also insgesamt auch immer noch etwas angeschlagen. Ich glaube, nur ein Drittel der amerikanischen Kleinanleger rechnet im Augenblick tatsächlich mit weiter steigenden Kursen. Also das ist die Sentiment-Auswertung. Ihr seht es hier, ja, 28% sind es derzeit, die noch den S&P 500 auf Sicht von 6 Monaten höher sehen. Auch die Fondsmanager hier, deutlicher Pessimismus, der sich inzwischen schon ausbreitet, nachdem wir ja kürzlich noch eine Euphorie hatten. Also von der Sentimentachse kann man tatsächlich sagen, kleine Bereinigung hat hier stattgefunden. Das sieht zumindest schon mal ganz gut aus. Ja, das mal zu der aktuellen Ausgangslage mit der Sentimentachse und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein in die Termine. Habe ich hier schon mal vorbereitet das Ganze. Ja, heute gab es den ISM-Index, 49 Punkte, wie gesagt, knapp unter der Wachstumsschwelle reingekommen. Dann gibt es hier den ja, die Zahl der offenen Stellen, die gemeldet werden, kommt dann am Dienstag rein. Wichtig dann hier der ISM-Index am Mittwoch. Wird auch nach wie vor stabil über der 50-Punkte-Marke erwartet, aber ein bisschen rückläufig. Das könnte schon wieder gut sein für die Aktienmärkte. Höhepunkt der Woche natürlich hier die Non-Farm Payrolls in den USA. Erwartung so ungefähr ja, 170.000 nach 187.000 zuvor und eine Arbeitslosenquote nahezu unverändert bei 3,7 bis 3,8%. Bietet hier natürlich auch der Anstieg der Stundenlöhne. Ja, dann haben wir hier noch die Minutes, das heißt die Mitschrift der letzten Notenbanksitzung am 11. Oktober. Die Inflationsdaten wären dann wieder wichtig am 12. Oktober, derzeit 0,3% im Monatsvergleich beziehungsweise 4,1% im Jahresvergleich. Hat schon gesagt, wir werden die vier jetzt wieder sehen. Das kommt also jetzt wieder auf die Agenda.
ja, aus China ein paar Daten am 18. Oktober. Dann geht es, wie gesagt, auch schon los mit den mit der Berichtssaison in den USA. Und wir haben hier natürlich auch noch den IFO-Index in Deutschland, wichtig dann am 25. Oktober. Und dann zum Monatsende kommen wieder hier so ein paar Inflationsdaten nochmal aus den USA, also der Core PCE-Index am 27. Oktober. Da habt ihr schon mal eine grobe Timeline, was man im Augenblick zumindest mal erwarten kann hinsichtlich der Termine, die anstehen. Damit gehen wir rein in die Markttechnik, eigentlich ja mein Lieblingsgebiet und natürlich auch der Saisonalität. Wo stehen wir im Augenblick im Vergleich zum letzten Webinar? Ich bringe das hier ja immer mit, 11.09. Ihr seht es hier, das war das letzte Webinar gewesen. Da hatten wir 50% der Indizes, die ihre 200-Tage-Linie behauptet haben, hier entsprechend markiert. Jetzt ist die Quote hier auf 41% gefallen. Das heißt also, es sind jetzt doch schon einige Indizes unter ihre 200-Tage-Linie gefallen, somit eigentlich ein technisches Verkaufssignal geliefert, insbesondere hier in Europa die Indizes. Ich markiere das hier mal so ein bisschen. Kakaron, also ne, Frankreich, der Eurostox, der DAX-Kursindex hier, ohnehin natürlich die deutsche zweite Reihe nach wie vor sehr schwach unterwegs, eine deutliche relative Schwäche. Dow Jones ist auch knapp unter seine 200-Tage-Linie gefallen. Das sind eigentlich nur noch hier die Tech-Indizes, die oben sind. Das ist jetzt hier so ein Niveau, das kritisch ist tatsächlich. Ja. Also 40%, das sollte nicht mehr weiter abdriften. Das ist so, setze ich mal, das untere Limit der Bandbreite, dass man denen noch zugestehen kann, dass sich die weltweiten Indizes zumindest mal in einer Aufwärts- oder gesunden Konsolidierungsphase bewegen. Wenn jetzt noch mehr Indizes unter die 200-Tage-Linie fallen, dann müssten wir hier tatsächlich doch eher mal den Trendpfeil im mittel- bis langfristigen Bereich nach unten drehen. Das ist allerdings jetzt meiner Meinung nach noch nicht angebracht, zumal eben auch ja, fast also einer von 10 Indizes noch ihre 21-Tage-Linie behauptet. Die Quote ist sehr dürftig und das zeigt eigentlich im kurzfristigen Bereich eine massive Überverkauftheit an und somit eine technische Gegenbewegung steht eigentlich auf Basis des Weltaktienklimas doch mal bevor. Ja, das hier kennt ihr eigentlich schon. Natürlich basiert die Rallye in den USA auf der kräftigen Aufwärtsbewegung der größten Aktien, also insbesondere der ja, glorreichen 7, also hier zum Beispiel der S&P 50, ja, der wirklich kräftig zugelegt hat seit Jahresbeginn, ja, mehr als 25%, während hingegen hier die Small Caps sogar im negativen Bereich sind und auch der gleichgewichtete S&P 500 hat sich seit Jahresbeginn überhaupt nicht bewegt. Das wird immer wieder als großes ja, Risiko hervorgetan. War bisher kein Risiko gewesen, die Märkte sind gestiegen. Ich gehe davon aus, dass auch die großen Schwergewichte, so denn die Bilanzen, die gemeldet werden, jetzt im Oktober halbwegs gut reinkommen, dass die dann nochmal Auftrieb erfahren, weil die ganz einfach seit Jahresbeginn sehr gut gelaufen sind. Es sind hochliquide Asset, also hochliquide Aktien, da kann ich schnell rein und raus und somit ein Lieblingswert eigentlich für jeden Fondsmanager. Und ich kann damit auch meine Bilanz noch mal ein bisschen aufhübschen, denn zum Jahresende kann ich sagen, ich habe eine Apple, Amazon, eine Meta, eine Facebook, eine Nvidia im Depot gehabt und damit ist eigentlich alles gut. Ja, wenn man sich das weltweit anschaut, MSCI World Index bildet häufig so saisonal gesehen im Oktober ein Tiefhaus, ausgehend davon wird dann ungefähr 2/3 der Rendite in den letzten 10 Wochen des Jahres erzielt. Genau da sind wir jetzt. Das ist eigentlich ganz positiv. Jetzt hat endlich die wieder saisonal sehr gute Zeit an den Aktienmärkten angefangen. Das zeigt auch nochmal hier die entsprechende Auswertung für Pre-Election Years, also hier schwarz gekennzeichnet. Seht es hier, September war negativ. Oktober ist schon leicht positiv. Und November etwas positiver und insbesondere in Vorwahljahren Kennzeichen davon, dass der Dezember mit die stärkste Monatsperformance im gesamten Jahresverlauf vorweist. Ja, also Pre-Election Years sind dadurch gekennzeichnet, dass der Dezember nochmal sehr, sehr gut ist, Oktober und November leicht positiv, aber noch ein bisschen stürmischer. Ja, deswegen glaube ich noch nicht, dass es jetzt so in einem Zug wieder nach oben geht, aber saisonaler Rückenwind sollte zumindest mal dafür sorgen, dass wir doch stabil reinkommen. Auch hier die Auswertung nochmal. August und September war negativ gewesen. Können wir einen Haken hintermachen, war 2023 auch der Fall. Das bedeutete in der Vergangenheit eigentlich relativ gute Aussichten dann auch für den Oktober und für das vierte Quartal mit Trefferquoten hier von 77% und 92%. Das heißt also letztlich Jahresendrallye können wir nicht einen Haken hintermachen, aber ist zumindest mal durchaus wahrscheinlich, obwohl eben hier August und September doch schwach gewesen sind. So. Damit können wir jetzt auch mal ein bisschen reingehen in die Markttechnik. Ja, ich hatte schon gesagt, überverkaufte Situation in den USA. Wir haben zuletzt hier eine hohe Quote gehabt an Unternehmen, an Aktien, die ein neues Tief ausgebildet haben mit 300 hier unten zum Beispiel an der NYSE. Das war relativ viel gewesen, war in der Vergangenheit eigentlich schon ganz gut gewesen für einen möglichen Boden.
Ja, hier Abwärtsvolumen, fast schon Paniktag gab es hier kürzlich mal mit 90%. Auch das spricht so ein bisschen eher mal für eine Bodenbildung. Hohes Absicherungsbedürfnis hier in der Put-Call-Ratio auf Aktien mit dem 5-Tages-Durchschnitt hier mit 0,8. Ihr seht es hier, deutlich erhöhtes Niveau. Auch das war eher mal in dem Umfeld von einem Tief gewesen. Also begünstigt eigentlich auch eine Erhöhung, eine Erholung oder zumindest mal Stabilisierung in den USA. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal kurz rein in die Technik. Hole ich hier mal den Nasdaq rein. Sind wir heute leicht im Plus 0,3%. Das sieht soweit eigentlich relativ robust noch aus. Natürlich sehen wir auch hier Schwäche, keine Frage. Ja, der schöne Aufwärtstrend hier am Nasdaq 100, der ist gebrochen, den wir seit Jahresbeginn gesehen haben. Es ist eine ausgeprägte Konsolidierungsbewegung hier oben. Wir halten uns nur mit viel Mühe hier oberhalb von 14,4 bis 15,5. Aber ihr seht es hier unten, MACD ist ein typischer trendfolgender Indikator. Da stehen wir eher mal bald vor einem möglichen Kaufsignal, ja, dass hier die Signallinie wieder nach oben hin durchschritten wird. Der Index selbst zuletzt ein bisschen überverkauft mit minus 3,6%. Also auch da viele Aktien im Index selbst behaupteten nicht mehr ihre 21-Tage-Linie. Auch das eigentlich immer ein ganz gutes Signal gewesen für eine mögliche Bodenbildung. Ich würde jetzt hier nicht allzu viel erwarten, aber ihr seht es hier, eine kleine Kurslücke hat es gegeben. Die wurde noch nicht gefüllt mit dem heutigen Tag und auch nicht am Freitag. Die ist nach wie vor offen im Bereich 14.900 bis knapp ja, 14.970 Punkte. Ich gehe davon aus, dass die im Oktober gefüllt wird. Maximalziel einer ordentlichen Oktoberentwicklung, die obere Grenze hier, dieses kleinen Abwärtstrendkanälchens, möchte ich es mal nennen, im Bereich 15.350 Punkte, 15.400, viel mehr würde ich den Nasdaq im Augenblick nicht zubilligen. Hängt natürlich auch davon ab, was machen jetzt die Zinsen, was macht der Ölpreis, komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Aber das ist so eigentlich der Pfad, den ich im Augenblick erwarte. Leichte Stabilisierung hier auf dem Niveau. Antitschen hier oben an die Trendkanalgrenze. Wenn wir ein starkes Jahresende sehen, nochmal einen Ausbruch in Richtung 15.500. Ansonsten laufen wir dann hier eher mal seitwärts mit Stärke dann eher nochmal in den Dezember rein und dann vielleicht nochmal eine Reise in Richtung der 16.000. Ich gehe doch davon aus, dass wir hier beim Nasdaq doch ja, noch ein bisschen Rendite herausholen sollten zum Jahresende hin. Jetzt sortiere ich hier mal eben meine Liste noch. S&P 500 können wir hier noch aufrufen. Ja, haben wir ja noch eine kleine offene Kurslücke im Bereich 14.230. Der Index selbst aber auf der Unterseite eigentlich relativ gut abgesichert. Ja. Für die Freunde unter euch, das Fibonacci Retracement, 38,2% der Aufwärtsbewegung hier verläuft im Bereich 4.150. Dann haben wir hier einige Wendepunkte auf dem Niveau. Wir haben die umsatzstärkste Preiszone der vergangenen anderthalb Jahre. Die verläuft auch so im Bereich von 14.100. Wir haben die 200-Tage-Linie bei 14.200. Also ihr seht schon, auf der Unterseite ist der S&P 500 meiner Meinung nach eigentlich sehr gut abgesichert. Hier durch sehr viele durch sehr viele markttechnische Stabilisierungsfaktoren. Und auch hier mal noch eine offene Kurslücke auf der Oberseite, 4.390 ungefähr, Ziel dann hier dieses Abwärtstrendkanal 4.470. Das könnte ich mir so vorstellen, im Rahmen des halbwegs goldenen Oktober sollte das mal angelaufen werden. Und auch hier bin ich eigentlich für den S&P 500 soweit ganz gut gestimmt. Ich gucke mal gerade in die Fragenbox rein. Da kam noch eine Frage zu der Kurslücke beim NDX. Ich gehe noch mal eben rein. Ja, hier ist noch eine offene Kurslücke, ist schon richtig, 13.700. Da kommt auch die 200-Tage-Linie. Ich gehe davon aus, dass wir die spätestens 2024 schließen sollten. Jetzt vielleicht noch nicht, aber dann im nächsten Jahr dürfte die auf die Agenda kommen. Aber zurück zum S&P 500. Also wie gesagt, hier unten eigentlich der Markt sehr gut unterstützt nach oben hin. Wie gesagt, Ziellinie hier im Bereich 4.450, 4.460 Punkte, also diese kleine, leicht abwärts fallende Trendlinie nach unten hin, wie gesagt, gut abgesichert. Und hier nochmal eine kleine Handelsstrategie, die ich aufgesetzt habe auf den S&P 500, die das Ganze nochmal vielleicht auch von statistischer Seite rund macht. Also, wie ist denn jetzt die Ausgangslage? Wir nehmen den S&P 500, wir steigen in den S&P 500 Ende September ein, also am letzten Handelstag im September, das war jetzt am Freitag gewesen, spielt aber jetzt eigentlich keine so große Rolle. Der Index selbst muss über der 200-Tage-Linie notieren und zum Einstieg, also Ende September, muss er um mindestens 10% im Plus notieren und wenigstens 20 und weniger als 20% im Plus haben. Also ähnlichen Voraussetzungen jetzt wie 2023. Ausstieg dann
Mitte Januar wieder. Wenn ich diese Vorgaben umsetze, dann ist das hier das Ergebnis dieses Trades für die vergangenen, ja, was haben wir hier, 40, 50 Jahre ungefähr. Also ich glaube, seit 1975 habe ich die Daten. Ihr seht es hier, nur 1976 war dieser Trade negativ gewesen und da auch nur mit -1%. Ansonsten Stichtag Ende September, Anfang Oktober bis hier Mitte Januar ist der S&P 500 bei dieser Ausgangslage immer gestiegen, war also immer hier im Plus gewesen. Auch hier der maximale Verlust der Strategie mit 4 bis 5% überschaubar. Wir haben hier eine Trefferquote tatsächlich von 93% und im Durchschnitt ging es um 6,7% nach oben. Also das ist schon ganz ordentlich. Das hat mich dazu bewogen. Gehen wir auch mal rein hier auf eine folgende Produkt-DG. S&P 500 Endless Turbo Long. Die DW3 AP2 ist das. Das ist ein Turbo-Bull-Papier auf den S&P 500 mit einem Faktor von 3. Das heißt, steigt der S&P um 1%, dann geht der Schein um 3% nach oben. Fällt er um 2%, geht es um 6% nach unten. Ich denke, die Logik ist klar. Relativ defensiv noch, aber das setzt jetzt auf diese statistische Besonderheit, dieses Phänomen, was ich gerade gesagt hatte, eigentlich an, was bei einem Einstieg und diesen Voraussetzungen, wie ich sie gezeigt hatte, wenn die erfüllt sind, Ende September, Anfang Oktober, da notierte der S&P 500 Mitte Januar in 93% der Fälle höher. Das bedeutet natürlich nicht, dass es jetzt auch, dass ihr jetzt einen Kredit aufnehmen solltet und darauf wettet, dass es auch jetzt wieder der Fall ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest mal leicht erhöht, dass der S&P 500 Mitte Januar etwas höher stehen sollte als jetzt. Und ist das der Fall, wie gesagt, im Durchschnitt ging es um rund 6% nach oben, dann ist dieser Bull ein mögliches Papier für spekulative Naturen unter euch, die dann auch mal so ein bisschen diesen Jahresendrally-Effekt dann auch feiern möchten. Das mal so als Idee, die ich mitnehmen möchte. Wo kann man da einen Stopp setzen? Kommt gerade die Frage rein. Ja, ich hatte ja dieses breite Unterstützungsband genannt und auch hier den maximalen Rückschlag, zumindest mal der Strategie, rufen wir nochmal eben auf. Das waren hier ungefähr 4%, 4-5% gewesen, die es nach unten gegangen ist. Wenn wir das jetzt ausgehen vom aktuellen Niveau einfach mal nach unten hin absetzen, dann haben wir hier 4% so im Bereich von rund 4.080 Punkte, 4.090 Punkte. Das wäre dann auch hier unter der umsatzstärksten Preiszone, also unterhalb von 4.100 würde ich hier doch die Reißleine ziehen bei dieser Strategie. Ja, und somit habe ich eigentlich noch ein halbwegs ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis auch. Dann gehen wir mal rüber zum DAX. Aktuelle Ausgangslage. Ich zeige euch hier mal eine derzeitige Ausgangslage hier vom Aktienklima. Das berechnen wir ja bei Indexradar zum Beispiel. Hier unten auch die entsprechende transparente Entwicklung des Signals für den DAX selbst. Steht im Augenblick negativ. Ich hatte schon gesagt, die Konjunktur in Deutschland schlecht, die Geldpolitik negativ. Timing-Komponente ist runtergekommen, die Kaufkraft, also die Schwungkraft des Marktes ist runter, nur die Stimmungskomponente ist derzeit noch halbwegs in Ordnung, denn sie ist eher bärisch und das ist ja ein Kontrasignalgeber. Also das Aktienklima für den DAX ist im Augenblick noch negativ, aber es könnte jetzt doch zeitnah auch drehen, vielleicht jetzt auch schon im Oktober, je nachdem, wenn sich dann hier eben auch die saisonalen Faktor nochmal durchschlägt. Dennoch ein kleines Warnsignal zumindest mal, was wir jetzt hier noch für den DAX im Augenblick haben, zumal ja auch die technische Situation beim DAX nicht ganz so gut aussieht. Wir sind ja hier schon unter der 200-Tage-Linie angekommen. Aber endlich hat er die offene Kurslücke auf der Unterseite geschlossen. Damit habe ich euch also ungefähr den ganzen Sommer über genervt. Immer wieder gesagt, die wird geschlossen. Sie wurde jetzt tatsächlich auch geschlossen. Und auch wichtig übrigens hier, diese Broadening-Top-Formation, diese Ausweitung der Extrempunkte, auch die hat bisher gehalten auf der Unterseite 14.170. Hier unten ein bisschen überverkauft. Ist wirklich deutlich angeschlagen. Ihr seht hier den Unterschied zum Nasdaq und zum S&P. Ja, der DAX, damit hat man eigentlich schon seit einiger Zeit kein Geld mehr verdient, wenn man hier die Jahresanfangsrallye der ersten 4 Wochen verpasst hat. Deshalb, ich würde den DAX nach wie vor nicht übergewichten im Portfolio, eher mal die amerikanischen Indizes, eine Nasdaq, eine S&P, vielleicht noch ein bisschen abrunden, einen Dow und Euro-Indizes eher etwas untergewichten. Gleichwohl natürlich hier mit Seitwärtsstrategien kann man noch ein bisschen aktiv werden und sollte auch in den USA die Indizes wieder nach oben drehen, dann dürfte davon auch der DAX profitieren. Aber Zielbereich hier für den kleinen Verfall jetzt im Oktober sehe ich den DAX so im Bereich 15.600 bis 15.800 Punkte ungefähr. Das deutet im Augenblick auch das Open Interest an den Terminmärkten an. Viel mehr dürfte hier kaum drin sein und der DAX dann so ganz allmählich hier das Jahr auch auspendeln lassen und ja, da dann auch nicht mehr ganz so viel passieren. Ja, dann noch eine kleine Story, die ich mitgebracht habe für die Aktie des Webinars. Auch eine ganz interessante eigentlich, denn wenn man das sich mal anguckt, normalerweise ist es ja so, dass
ja, gerade Aktien aus der ersten Reihe, aus dem Blue-Chip-Segment, doch häufig nicht stärker unter Druck kommen, also nicht prozentual zweistellig abstürzen. Der eine oder andere von euch hat es mitbekommen, MTU, da ist genau das ja jetzt passiert. Es gab ja Materialmängel an Triebwerken für Airbus-Jets, die dann zu hohen Belastungen führen könnten. Umsatzausfälle gibt es hier, Wartungskosten, die werden mit ungefähr 1 Milliarde Dollar beziffert. Die Aktie 25% runter in der Spitze in der Telefonkonferenz, wurde dann ein bisschen Entwarnung gegeben, dass hier Belastungen natürlich vorhanden sind, aber sie werden sich nicht in den bereinigten Zahlen widerspiegeln. Man hat die Mittelfristprognose unverändert gelassen. Umsatz wird auch nach wie vor bereinigt, bei gut 6 Milliarden Euro gesehen. Also da ist meiner Meinung nach eine ganze Menge negativ eigentlich eingepreist. Und wenn ihr euch mal hier das Kursbild anschaut von der MTU, die ist schon richtig zurechtgestutzt worden. Das ist so eine Aktie, da kam jetzt ein richtiger Schock rein. Sehr viele haben den Wert rausgeschmissen aus dem Portfolio aufgrund der Meldungen. Eine kleine Übertreibung nach unten. Aber wie gesagt, eine Telefonkonferenz dieses Jahr auch schon, das ist eigentlich alles überschaubar und handelbar. Und wir sind jetzt hier technisch gesehen eigentlich in einer ganz guten Nachkaufzone wieder angekommen. 150 bis 160 Euro drehte sie schon mehrfach wieder nach oben. Hier steigt auch das Umsatzgebirge entsprechend wieder an. Das hat mich dazu bewogen, eigentlich ein ganz interessanter Basiswert, denn viel Negatives ist genau hier schon eingepreist. Und dazu eine kleine Stabilisierung eigentlich technischer Natur sollte doch drin sein. Zu einem entsprechenden Produkt, das habe ich euch hier mal mitgebracht, das ist ein MTO-Bonus-Cap-Zertifikat. DJ4X08 mit einer Barriere bei 140 Euro. Kommen wir hier nochmal rein in den entsprechenden Verlauf. 140 Euro, das wäre hier knapp unter dieser Stabilisierungszone. Also seht es, da ist eigentlich davor nochmal ganz gute Haltezonen vorhanden. Hält die 140er Marke bis Juni 2024, dann sind damit 12% möglich. Es gibt einen Abstand hier von 17%. Und das Schöne ist, dieses Zertifikat, die Aktie selbst, kostet ja im Augenblick, jetzt muss ich gerade mal eben gucken, 169 Euro. Das Zertifikat wird angeboten für 160 Euro. Das heißt, ihr steigt hier auch noch mit einem kleinen Rabatt ein. Das seht ihr hier unten beim Aufgeld. Minus 5,2%. Das heißt, ich habe einen Rabatt, mit dem ich reingehe. Das begrenzt das Risiko hier auch schon mal bis runter zur Barriere. Und ich habe noch, wie gesagt, den Anspruch auf die Bonusrendite hier im Augenblick von 12%. Bei einer Laufzeit bis Juni 2024, aber auch bewusst eine relativ kurze Laufzeit gewählt, damit Sie hier auch nicht die Risiken für 2024 überhand nehmen. Also für mich eine ganz interessante Geschichte letztlich, so als Trade unter den DAX-Unternehmen, die zumindest mal schon kräftiger unter die Räder gekommen sind. Für mich dann spannend letztlich. Ich gucke mal eben wieder in die Fragenbox rein. Gibt es noch europäische Indizes, die besser sind? Gute Frage. SMI ist mit relativer Schwäche unterwegs, würde ich im Augenblick meiden. Ja. Wird nicht gespielt, dann eher breiter streuen, vielleicht über einen Euro-Stocks. Ja. Da habe ich auch ein bisschen noch mit Ölwerten mit dabei, wobei da muss man auch wieder gucken, wie sieht es eigentlich am Ölmarkt aus. Auch noch so ein Thema für das heutige Webinar. Ich muss mal eben hier weitermachen. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Ich hatte das wirklich vorbereitet noch. Hier ist die Folie. Hier nochmal kurzer Rückblick auf die jüngsten Empfehlungen, denn da kommen auch immer wieder Fragen rein. Beide Scheine liegen im Augenblick 7 bis 8% im Minus. Dennoch hier die Weihnachtswette hier, 22.12. mit diesem DAX-Discount-Optionsschein Long, meiner Meinung nach wie vor eigentlich intakt. 15.500 Punkte war ja hier das Cap gewesen. Auch mit der entsprechenden Statistik hatte ich das ja untermalt beziehungsweise unterfüttert. Das sollte eigentlich reichen, dass wir hier zum Jahresende beim DAX so in dem Bereich 15,5 eigentlich rauskommen, sofern es jetzt bei den Renditen in den USA nicht eskaliert. Aber ist für mich eigentlich nach wie vor eigentlich ein ganz interessantes Papier, um hier nochmal ordentlich ein bisschen Seitwärtsrendite auch einzuzahlen, beziehungsweise seitwärts ist ja im Augenblick nicht, der DAX ist ein bisschen darunter, aber die 15,5 sollten doch drin sein. HelloFresh hat sich relativ gut gehalten dafür, dass es doch hier in der zweiten Reihe so deutlich runterging. Auch da die Story meiner Meinung nach noch intakt. Und ja, wenn wir jetzt wieder ein bisschen mehr Risikofreudigkeit sehen an den Märkten, Risikokapital auch reinströmt, dann dürfte auch hier gerade so eine Aktie wie HelloFresh, die doch ein ordentliches Momentum hat, auch davon noch profitieren. Dann ein weiterer Blick noch hier auf die Edelmetalle. Da kam ja auch schon eine ganze Menge an Fragen rein. Ich hatte da auch noch was vorbereitet zu. Ja, natürlich, warum leidet eigentlich der Goldpreis so stark? Ihr wisst es, er kommt von zwei Komponenten, sind hier ganz entscheidend. Erst ein
Zum Ersten ist es natürlich der Dollaranstieg. Ja. Auf dem internationalen Parkett wird Gold häufig in Dollar abgerechnet. Für Investoren, die jetzt außerhalb des Dollarraums aktiv sind, die müssen dann Dollar entsprechend aufnehmen oder den Gold in Dollar bezahlen. Und bei der Dollaraufwertung wird das Ganze dann noch teurer. Das heißt, starker Dollar ist schon mal Gegenwind von der Devisenseite. Und dazu kommt ja noch die Geschichte hier mit den Realzinsen. Wir haben die 10-Jährigen in den USA im Bereich von 4,7%, die Inflationsrate bei 3,7%. Das heißt also hier eine Realrendite von 1%. Und da Gold keine Zinsen abwirft und ich nur an steigenden Kursen verdienen kann, ist natürlich eine positive Realrendite alles andere als gut für Gold. Also wir haben hier von zwei Seiten Gegenwind, von den Anleihemärkten bzw. den Realrenditen und den Devisenmärkten. Das ist ein bisschen viel. Deshalb ist auch Gold so runtergekommen. Hier zum Beispiel der Ratio Gold gegenüber dem S&P 500 sind wir auf einem relativ tiefen Niveau angekommen. Gold technisch auch sehr angeschlagen im Augenblick. Ich gucke mal hier den Chart 1830. Sind wir im Augenblick, wir sind hier unter die 200-Tage-Linie gefallen. Das hat so ein bisschen Auslöser gehabt ab der FED-Sitzung hier am 20. September. Seitdem ging es hier deutlicher nach unten. Meiner Meinung nach sollte hier das Gröbste eigentlich bald hinter uns liegen. Argument 1, umsatzstärkste Preiszone bei Gold der vergangenen Jahre liegt im Bereich 1805. Ja, das ist hier dieser blaue Balken. Das dürfte eigentlich für eine Stabilisierung recht gut sein schon. Argument 2, wir haben jetzt langsam hier das Tief vom ersten Quartal erreicht. Da dürften sich einige dann orientieren und hier auch wieder einsteigen. Argument 3 ist der Abstand des Goldpreises hier zur 21-Tage-Linie. Da sind wir jetzt bei 4% Abschlag. Und schaut mal selbst hier, 4% Abschlag war eigentlich in der Vergangenheit schon mal ein ganz gutes Niveau gewesen, um sich hier bei Gold wieder einzudecken. Denn ausgehend davon ging es wieder nach oben. Und Argument 5 ist letztlich, dass viele die Bestände an Börsen gehandelten mit physisch Gold unterlegten Produkten in der Vorwoche so um rund 0,8 Millionen Feinunzen gesunken sind, das ist der Bestand. Und da wurde also ordentlich Material auf den Markt gegeben, eine kleine Kapitulation, die wir hier gesehen haben. Und auch das ist häufig so in einem Umfeld von einem möglichen Tief zu sehen. Was ist dafür wichtig, dass Gold wieder dreht? Naja, ganz klar, dass die Inflationsrate runterkommt und somit Öl natürlich nicht weiter nach oben hindurch startet. Auch da sehen wir heute schon erste Ermüdungserscheinungen, denn natürlich ein schwächerer Ölpreis nimmt so ein bisschen die Sorgen vor einer höheren Inflation. Kommt hier der Ölpreis wieder zurück, dann dürfte sich das allmählich wieder beruhigen. Dann dürften auch die 10-Jährigen in den USA ihren Gipfel erreicht haben. Wir haben ja hier auch langsam schon die 100-Dollar-Marke beim Barrel erreicht, ihr Barrel erreicht. Ich gehe auch mal davon aus, Ölpreis sollte eher mal das Hoch jetzt auch gesehen haben, ist hier ein bisschen überhitzt, dreht der Ölpreis nach unten, gehen die Inflationserwartungen zurück und das würde dann tendenziell eigentlich auch wieder Gold in die Karten spielen. Dadurch nimmt dann auch wieder ja, die Risikoneigung zu zum Jahresende und dann könnte man hier auf Schnäppchenjagd entsprechend gehen. Dennoch habe ich mich heute dagegen entschieden, Gold long zu gehen, denn ja, es ist so ein bisschen noch ein Griff ins fallende Messer, da will ich erst eine kleine Stabilisierung abwarten, dann wäre es ein möglicher Trade. Vielleicht dann für das nächste Big Picture Webinar, das irgendwann Anfang November stattfindet, genau, am 6.11. wieder. Und dann wollen wir uns auch mal ein bisschen breiter noch mit dem Markt auseinandersetzen. Können dann auch gerne ein kleines Edelmetall-Spezial machen, falls ihr möchtet, dann räume ich dafür extra Zeit ein. Das war es soweit mal gewesen. Ja, herzlichen Dank, Franz-Georg. Wir haben die Stunde knapp überschritten. Du hast nochmal Gas gegeben, die letzten paar Minuten. Danke für den Rundumschlag und ja, natürlich auch für die Einschätzung deiner Jahresendrallye, ob sie kommt oder nicht. Wissen wir natürlich erst am Ende des Jahres, aber die Vorzeichen hast du im Prinzip angesprochen, die dafür zuständig wären. Und was auch natürlich interessant ist, die Gewichtung, die du jetzt indexmäßig vornehmen würdest, eher Richtung USA, die Gründe hast du auch genannt. Ich habe immer mehr natürlich auch ja, die Einschätzung, ja, das Gefühl, dass die Tendenz natürlich schon seit Jahren Richtung Amerika abdriftet. Jetzt wissen wir alle, wir investieren viel mehr in die Basiswerte dort. Das ist ein spannenderer Markt, der ist viel liquider. Deutschland ist wirklich im Vergleich sehr, sehr klein und beschränkt. Aber danke, dass du nochmal die MTU rausgegriffen hast und was man damit machen kann. Also das Bonus-Cap sicherlich eine interessante Variante. Man darf natürlich die 12%, die du angesprochen hast, ist für den einen oder anderen vielleicht nicht so spannend, aber das ist ein Produkt, das auf jeden Fall
ordentlich Puffer nach unten bietet für den Zeithorizont. Und ja, ich finde es auf jeden Fall spannend. Und insofern guter Mix aus Endlos Turbo und ein Bonus Cap dann nochmal mitgebracht. Vielen, vielen Dank für deine für deinen Input, deine Einschätzung. Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Wir haben ja noch zweimal bestimmt, glaube ich, in diesem Jahr. Und ja, kannst du dir gerne mal noch einen Fokus nächstes Mal ein paar Minütchen rausnehmen für Edelmetalle, wenn du magst, wenn es reinpasst. In so einem Monat kann sich natürlich auch wieder vieles verlagern, verschieben. Und wenn ich in die Fragebox reingeschaut habe, da waren ja so viele Fragen noch drin zu BASF, zu anderen Themen. Und ich glaube, du hast es wieder super gemeistert. Deswegen vielen, vielen Dank. Und ja, was euch nächste Woche erwartet, zeige ich noch ganz kurz und knapp. Und zwar seht ihr es gleich auf meinem Bildschirm. Märkte, Marktanalyse und Trading 2.0 mit der Tradinggruppe 2.0. Ja, Ingmar Königshof und Stefan Feuerstein nächste Woche am 9.10. bei uns zu Gast. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, einschaltet und heute Abend viel Spaß beim Webinar hattet. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Dir, Franz Georg, natürlich auch. Ja, draußen ist es schon Nacht. Viel Spaß beim ins Bett gehen später. Bis zum nächsten Mal. Und ja, macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Genau, macht's gut. Tschüss.